Ich grüße euch, meine Freunde. Herzlich willkommen zu Minecraft Online. Das zweite Projekt, was Minecraft beinhaltet auf diesem Kanal. Und das ist ein Projekt, das mit euch stattfindet. Ihr, die Abonnenten, dürft in meiner Welt hier mitarbeiten und eure Späße treiben, euren Unsinn machen oder eure Bauwerke majestätisch aufbauen. Ja, das ist das, was dieses Projekt ausmacht. Und ja, ich switch jetzt mal in die Ich-Perspektive. Hier ist der Spawn-Punkt. Zurzeit, ihr seht es, ist niemand da. Ich bin alleine hier. Ich habe zwar angekündigt, es ist jetzt 3 Uhr. Aufnahme ist gestartet. Und mal schauen, wer alles kommt. Ja, wenn niemand kommt, ist auch egal. Es ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja, weil es ist halt nun mal ein Projekt, was zu einer bestimmten Zeit aufgenommen wird und wenn da niemand kann, dann kann halt niemand. Für die Pilotenfolge gibt es wie immer in Minecraft sich ein Plätzchen zu suchen. Ich würde ganz gerne ein Plätzchen hier am Spawn mir aussuchen, weil ja, dann sehe ich auch, welche Spieler dabei sind. Und wisst ihr was, ich glaube, ich würde mich sogar hier hin bauen. Hier auf diesen Hügel. Ich glaube, hier baue ich mich hin, ja. Ich würde nur gerne. Ja, wir haben auch eine schöne Weide. So, ich hoffe, wir bekommen auch angezeigt, wenn jemand joint. Dann laufe ich mal zu dem und sage dem Hallo. Ich werde auch, glaube ich, noch ein Schild anbringen, so, hallo, willkommen zu Minecraft Online. Ich werde auch, glaube ich, das habe ich jetzt festgelegt, falls Leute manchmal vielleicht sich wundern, warum sie eine Stunde auf dem Server verbracht haben und nicht in einem einzigen Video vorkommen oder so. Ich werde bei meinem Haus immer ein Schild aufstellen, wo drauf steht, dass die Aufnahme läuft. Also wenn ihr irgendwas Interessantes mir zeigen wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann mache ich das während der Aufnahme, dann komme ich mit euch zu eurem Haus oder so. Und wir haben hier... Hä? Was ist das denn? Ein Esel? Es gibt Esel? Hä? Was kann man damit machen? Kriegt man davon Leder? Ich sehe Esel zum ersten Mal in Minecraft. Benimmt sich ein bisschen wie Pferde. Kann ich dich nicht umbringen? Merkwürdig. Egal. Wir haben genug Wolle für schon ein Bett, aber ich glaube, ein Bett wird ziemlich uninteressant in diesem Projekt. Es ist noch immer niemand da. Niemand kommt zu meiner Party. Ja, dann habe ich mehr für mich, ne? Ja, dieser Berg ist interessant. Und hier haben wir auch so Stein. Ups. Ah, jetzt greift der Scheiß mich an. Ich wollte dich nicht töten. Tut mir leid. Es tut mir leid. Hallo, du standst im Weg. Ah, ja, Leute, ihr müsst mich retten. Oh mein Gott. Kriegt er sich auch wieder ein? Ja, tut er. Ist er jetzt wieder lieb? Ja. Ich schwöre dir, wenn du mich noch einmal anfasst, du wirst zu einem Hund umgewandelt. Wow, hier haben wir schon direkt neue Erfahrungen gesammelt. In diesem Projekt. Was 6 Minuten geht und noch keiner da ist. Aber ist okay, ist okay. Kein Problem, kein Problem. Ich meine, ihr bekommt es ja auch mit, wenn ich Minecraft spiele. Ihr bekommt es ja angezeigt, Blackstar ist jetzt online. Und, ja, dann joint ihr mir vielleicht nach. Ich schaue jetzt nur kurz. Nee, weiterhin ist keiner da. Aber ist okay, ist okay. Und mich interessiert da dieser Felsen. Auf den würde ich ganz gerne gehen. Ich glaube, da baue ich ein Haus. Oder hier, ein Haus am See.
Mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so der übelste Shit bauen. Das mache ich im Einzelprojekt. Hier geht es halt drum, dass wir uns mal so ein bisschen austauschen. Vielleicht sehe ich von euch was, was ich noch nie bedacht habe. Oder ihr seht etwas von mir. Letztens hatte ich jemanden, mit dem ich gespielt habe. Und ich habe mir ein kleines Gartenhäuschen gebaut, wo ich halt Truhen hin platziere mit Schaufeln und Scheren. Und ja, sowas hat er zum Beispiel noch nie gesehen. Und fand es schön. Also gut. Ja, und seht ihr, so entstehen vielleicht ganz neue Möglichkeiten, wenn ich jetzt auch Minecraft anfasse, ne? Mit neuen Möglichkeiten hatte ich jetzt nicht gedacht, dass die Physik außer Kraft gesetzt wird. Aber, okay. Wieso ist das jetzt so generiert worden? Das macht keinen Sinn. The fuck. Lol. Okay. Nimm ich hin. Ja, ich renne hier ahnungslos durch die Gegend. Ich suche Holz. Aber gehe auch wieder zurück. Ich glaube, der Nikolas ist im Spiel beigetreten. Grüß dich, Nikolas. Ja, da ist der erste Kandidat und ja, dann kommen sie jetzt langsam. Ist gut, 7 Minuten Verspätung. Aber ist okay, okay. Nehmen wir hin, ich gehe mal zu ihm. Normalerweise finde ich auf der Karte, wo er gerade steckt. So ein Baumhaus wäre ja auch ziemlich cool. Aber nee. Ich bleib diesmal mal am Boden, weil ich baue häufig in Minecraft Baumhäuser und ja. Das ist ein bisschen doof. So, mal schauen, ob er beim Spawn noch steht oder ob der vielleicht wo ganz woanders spawnt. Mal schauen. Nee, ist bei mir in der Gegend. Warte mal, wenn ich mich umdrehe. Da ist er. Und er bringt Schafe um. Du böser Kerl. Warte, ich hab Wolle, falls du Wolle brauchst. Sagen wir mal Hallo. Hallo. Meine Damen und Herren, der Nikolas, er ist gejoint. Und er ignoriert mich, weil er Hunger hat. Hallo, wie geht's dir? So, das wäre gemacht. Jetzt geht's weiter mit Kraften. Ja, ich freue mich auf dieses Projekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig, richtig geil wird. Das wird richtig top. Ich glaube, ich baue mich sogar so ein bisschen hoch. So hier oben hin. Damit ich so ein bisschen sehe. Hier über den Weiden. Wer so was macht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und es wird bereits Nacht. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, ich glaube, ich stell mich mal hier hin. Ich glaube, die Nacht wird auch weniger übersprungen. Also wenn wir zu 8 in einer Lobby sind, denke ich kaum, dass wir alle 8 gemeinsam ins Bett finden. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen kämpfen. Und das wird das Spannende bei diesem Projekt, wenn man nicht, nämlich sich nicht fortbewegt. Dann bekommt man Probleme. Dann werden die Mobs nämlich stärker. Und ja, das ist gar nicht so lustig. Mein Ziel für den ersten Part, nicht zu sterben. Ist ja klar, ne? Trotzdem brauchen wir Ressourcen. Ja, dieser Esel hat mich jetzt so aufgehalten. Es gibt Esel in Minecraft. Wusste ich nicht. Oh! Oh mein Gott. Ja, die Tiere nehmen auch Fallschaden. Komm mal her, du. Ich brauch was zu essen. So. Her damit.
Was ist das? Was steht da? Ah, ein Hexer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ein Hexer. Weg, weg, weg. Von denen habe ich Angst. Und du? Komm. Fleisch. Oder Leder. Vielleicht kriegen wir eine Rüstung. Komm her, du. Geh down. Nur Fleisch. Der Bornul MH oder HH, ich kann die Buchstaben nicht auseinander, ist gejoint. Sehr schön, grüß dich. Willkommen bei Minecraft Online. Ja, ich werde das jetzt auch nicht bei jedem sagen, ihr könnt es ja lesen, ne? Aber das sind halt unsere zwei Kandidaten, die als erstes hier waren. Da ist er. Da unten. Und ich habe Hunger. Ah, seht ihr? Da hat schon jemand Schilder gebaut, um einen Chat zu machen. Hallo, willkommen. Sagen wir ihm Hallo. Der Nilklas ist vergiftet. So, was steht da? Ich krieg das nicht gelesen. Testwelt? Ist schon ein Projekt. Moin. Ah, jetzt muss ich in die andere Zeile gehen. Zack. Ja. Ja gut, hat nicht ganz aufs Schild gepasst. Ja, es ist sehr dunkel hier. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich kann nichts craften, ich brauche Bäume. Bäume brauche ich. Ich habe nur Tiere getötet. Und da ist ein Zombie. Ein Zombie. Warte, haben die noch was zu sagen dort unten? Nee, die spielen rum. Okay. Wie gesagt, hier könnte es auch vorkommen, dass sich das ganze Projekt, wenn wir die zweite Folge starten, anders, okay. Ja, es kann sein, dass das Projekt, wesentlich schneller fortschreitet als eigentlich die Parts. Also was ich damit sagen will, hier könnte schon einiges aufgebaut werden, weil die Server ja auch... wenn ich mal gerade nicht aufnehme, online sind und das ist scheiße. Ich gehe hier noch down. Weil wieder, ich habe kein Glück mit den Maps. Ich bekomme einfach keine gute Maps. Und, wow, ich bin nicht der erste gestorben, ist der Bornul MH oder HH ist als erstes down gegangen. Wow, das ist der Nikolas, okay. Und ein Creeper. Ein Creeper ist hinter dir. Oh mein Gott, nein. Nein. Lauf dem Nikolas nach. Da, da. Ich glaube, ich gehe zu... Ach, die Welt ist voller Monster. Da steht schon wieder ein Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde das hier nicht überleben. Kann man das schreiten? Oh mein Gott. Ist das geil. Aber er rennt auf den Creeper zu. Geh weg. Scheiß Pferd. Ah, hier ist der Typ in die Luft gegangen. Okay. Okay. Oh mein Gott. Die Nacht wird übel, Leute. Die Nacht wird übel. Zombie? Ich glaube, wir bleiben beieinander. Fürs Erste. Ich glaube, das ist wirklich klüger. Da ist schon wieder ein Creeper. Oh nein, ernst glatt, oh nee. Nein, ich will jetzt nicht dran sein, ich will nicht sterben. Scheiße, ich habe nicht mal Schwert da. Weit und breit keine Bäume. Also ja, da ist ein Dschungel, aber ein Dschungel ist dunkel und... Ja, das wurde von einem Skelett erschossen, ja. Relativ doof. Das Ganze, aber okay.
Boah, ich bin der Einzige, der noch nicht gestorben ist, aber glaubt mir, Leute, mich trifft's auch bald. Ich bin auch bald down. Ist dieser Zombie noch immer da? Nee, aber da ist Eisen. Da ist Eisen. Oh. Ah! Ah! Oh mein Gott, spring ins Wasser. Scheiße. Also die Schwierigkeitsstufe ist auf normal, ne? Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass das so übel wird. Aber ist okay, ist okay. Das ist halt nun mal so. Oh, ein Villager-Zombie. Ja gut, bring mich nicht um. Ich töte dich ja auch nicht. Ne? Oh mein Gott, ich warte auf den Himmel. Ich warte auf den schönen blauen Himmel. Ich glaube, ich gehe wirklich auf den Berg dort. Ich glaube, ich platziere mich dorthin. Da habe ich eine schöne Übersicht über die Welt. Ey, wenn ich nur einmal Fallschaden nehme, dann bin ich dead. Ja, wie lange dauert eine Nacht und ein Tag? In der Regel 10 Minuten. Also es ist 10 Minuten Nacht, 10 Minuten Tag. Das ist auch geil bei Minecraft. Ja. Das ist ziemlich cool, weil dann 20 Minuten Parts, 10 Minuten Tag, 10 Minuten Nacht, das kommt sehr gut. Weit und breit keine Bäume, das ist schrecklich. Das ist richtig, richtig übel. Mann. Ah, der Bornold stirbt aber ziemlich häufig. Ich überlebe noch. Der Himmel wird auch... Es wird langsam wieder Tag. Oh, ein Glück, ein Glück. Das ist noch ein Skelett. Und da ist noch ein Creeper. Ich überlebe. Ich überlebe das hier. Werd wieder Tag, werd wieder Tag. Bitte, 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 werd wieder Tag. Oh, es sind Bäume. Es sind Zombie. Geh down. Warte, das ist die Karte von... Seriously. Seriously. Kurz vor... Ah, mein Gott. Ja, es hätte ja... Was anderes wäre ja langweilig. So, ich hoffe nur, hier sind die Sachen... Ich werde dem, wenn ich den Bornul finde, ihm seine Karte zurückgeben. Ja, und der ist down, komm. Hast du was gedroppt? Pfeile? Der andere Pfeile und Knochen, ja. Geil, Knochen sind gut. Ich hoffe, dass der hier zurückfindet. Oder ich schau mal auf der Karte, wo der gerade ist. Ich hab 3 Karten. Auch gut. Also ihr beiden, falls ihr eure Karte wieder haben wollt, ich hab die in meinem Haus. Wenn ihr mal die Chance habt, vorbeizukommen, dann holt sie euch einfach ab, okay? Oh, und jetzt auch noch Donnerwetter, also, wir haben hier eine üble Map. Knochen, Knochen, Knochen. Dann werde ich mir mal einen Hund holen. Warte, dich konnte man reiten. Wie das? Aber... Ich kann jetzt... Nicht weiter, oder? Hä, was ist das? Hä? Warte mal, da sind jetzt... Pferdeherzen aufgetaucht.
Hey, ich kapier das reite nicht. Das muss mir jemand erklären. Versteh ich nicht. Ah, da, warte. Hier, Karte. So, das ist der Bohnen. Der hatte auch noch Leder. Was, und diese Holzdinger. Das hat er auch noch gedroppt. So wie das Schild, oder? Ich glaube, das Schild war auch noch. So, da hast du wieder. Und da hinten ist noch der Nikolas. Dem gebe ich dann seine Karte auch mal wieder. Junge, hier, deine Karte. Nein, nimm deine Karte. Nikolas! Nikolas, komm her! Deine Karte! Jetzt kriegt er sie. Und die reiten Pferde. Es bewegt sich aber ziemlich merkwürdig umher. Lol. Okay. Vergessen wir das. Vergessen wir diesen Blödsinn. Ich werde hier versuchen, jetzt noch Bäume zu finden. Da hinten Birkenbäume. Und beim nächsten Mal sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Ich sage, ja, danke fürs Mitmachen an Bornul und Nikolas. Hat mich gefreut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei. Ja, das ist eine Spinne. Geh doch weg aus die, please. Hallo, gehst du weg? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft Online. Bis dann!